Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minikraft PS4. Ja, ich weiß, es hat lange gedauert und ich habe oben zumindest halbwegs die Etage fertig gekriegt, aber ich frage mich, warum hat es so lange gedauert? Erstmal, es liegt daran, ich hatte momentan echt wenig Zeit, mich vor die Konsole zu setzen, weil, müsst ihr mal überlegen, wenn du unterwegs bist, kannst du die fette PlayStation 4 einfach nicht mit dir mitschleppen, ne? Das ist dann halt immer ein bisschen blöde und und ihr seht schon, mein unteres Inventar ist leer. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das war letztes Mal passiert, also ich habe da noch ein bisschen dran rumgebaut, hab noch Leben gesucht und sowas, alles drum und dran. Hier oben ist alles drin geblieben. Aber ich speichere den Spielstand, lade später neu und schwupp war unten mein ganzes Inventar leer. Das hat mich natürlich ein kleines bisschen angepisst, was auch noch mit einer der Gründe, warum ich erst eine Weile lang nicht aufgenommen habe. Erstmal, das war der eine Grund vorhin und das war noch der zweite Grund dazu, weil ich da auch noch ein kleines bisschen pissig war, weil es permanent bei mir rumbuggt in letzter Zeit. Ich meine, das Rumbuggen, das kennt man ja vielleicht von der Pocket Edition, aber von der PS4 Edition war ich das nicht so gewohnt. So, ja, hier oben habe ich jetzt erstmal fertig gemacht. Ich habe ja euch gefragt, ja, rot, also wollen wir das mit den Ziegeln machen oder anders? Eine Einigkeit war leider nicht drin gewesen, deswegen habe ich das erstmal so fertig gemacht und es hat mich irgendwie ein paar Stunden gekostet, was ich getan habe. Ah, deswegen Farming. Wie heute muss ich mal ein bisschen rumwurschteln. Ich muss mal wieder ein bisschen was sammeln, denn wir haben jetzt gerade noch, ich glaube, das sind die drei letzten Diamanten, oder? Ja, die drei letzten Diamanten. Und meine Spitzhacke, meine wunderbar verzauberte Spitzhacke, die hat's natürlich zerbröselt. Die ist weg. Ach, Gottes Willen. Das war ein bisschen kacke gewesen. Und jetzt muss ich mir das ganze Zeug wieder ranholen. Wir brauchen Essen. Ich packe erstmal ganz kurz das noch weg, was ich noch habe. Ich habe keinen Bock, dass es wieder verschwindet. Die Schaufeln behalten wir noch dabei. Vier Brote sind ein bisschen wenig. Wo habe ich... mein Essen, ja, bei Gemüse. Dann machen wir uns noch ein paar Brote und dann gehen wir mal irgendwo hin. Ich wollte sowieso mal gucken, was hier in der Nähe noch so los ist. Ja, ich denke mal 20... Ach so, mein Schwert hat's ja auch weggebackt. Mann, es fällt mir jetzt gerade ein, dass ich noch ein Schwert hatte. Warum kann man eigentlich nicht Smaragde verarbeiten? Gut, machen wir noch mal... Gut, Schwerter brauchen wir nicht so oft, ne? Also, wenn ich mal so überlege. Schwerter? Nee. Da brauchst du maximal eins. So, ein Glück habe ich meine Rüstung. Wäre die Rüstung weg gewesen, ne? Dann hättet ihr nie wieder Minecraft Pocket Edition Video. Minecraft, ne? PS4 Video. Ich bin total verwirrt heute. Hättet ihr keins mehr gesehen, weil mich das so angekotzt hätte. Ach so, ich wollte nochmal. Warte. Das war bei bunte Farben, oder? Ja. Bunte Farben, packe ich mal hier rein, brauchen wir eh nicht. Ich glaube, mein Bogen ist auch weg. Oder hatte ich überhaupt einen? Alter, das weiß ich gar nicht mehr. Was so in ein paar Wochen geschehen kann, ne? So, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen war es jetzt doch her. Ich gehe mal mit der Ausrüstung jetzt erstmal ein bisschen stürmen. Wo ich meine Karte jetzt? Da ist meine Karte. Du kommst bei jedem hin? Du bietest mir immer noch nichts Tolles an. Du hast nur Müll. Was bringt mir denn Haltbarkeit 1 auf einer Angel? Erklär mir das mal bitte, Freundchen. Ja, du guckst mich auch an wie so ein offenes Scheunentor. So. Was wollte ich? Achso, ich wollte Diamanten farmen. Ich muss mir aber jetzt einfach mal echt eine neue Höhle suchen. Weil, oh Gott, das ist schon zugewuchert hier. Ich wollte das eigentlich mal abbauen. Heute aber nicht. Heute habe ich da nicht Bock drauf. Nix Bock. Na? Du Euteri? Der hat Euteritis. Deswegen steht die hinten rum im hohen Gras. Weil das ist, weiß ich selber nicht, dass es mir gerade so im Kopf rumgeschwirrt. Ich will mal ein paar andere Biome erforschen. Wir gehen mal. Ihr habt euch ein schattiges Plätzchen hier ausgesucht. Ich könnte jetzt eigentlich mal ein bisschen Fleisch essen, aber das musst du ja immer noch grillen. So, wir gucken jetzt einfach mal da hinten lang. Wir kommen zwar aus dem Bereich raus. Alter, was ist mit der Mucke? Ach, viel ruhiger. Ja, das. Also das ist das übelste Wummern im Schädel nachher. Ich wollte mal gucken, was da oben noch so Feines los ist. Denn ich brauche noch sehr viel Schleim für später. Und Diamanten, wie immer. Also ich gehe jetzt nicht zurück, bevor ich irgendwie 30 Diamanten habe. Alter, die Berge. So, schauen wir mal. Schauen wir mal gucken.
Da hätten sie ein schönes Wäldchen, ne? Da wandern wir mal in den Wald. Das ist jetzt ein Weg. Aber in der Zeit kann ich ein bisschen Stuss erzählen. Und, na gut, so weit ist das gar nicht, weil wir ja gar nicht schwimmen müssen. Oh, das ist ein Schneewald. Oder? Ist da hinten Schnee? Ein Schneewald? Da ist auf jeden Fall Schnee auf dem Dings drauf. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Speed hier. Komm rüber. Oder? Weil ich würde noch gerne für Weihnachten ein Winterhäuschen bauen. Das wäre zumindest meine Idee. Hundis! Hundis! Hund! Komm her! Na, zahm? Oh, du gieriges Schwein. Da gibst du denen schon einen Knochen, der will nicht mitkommen. So, hier haben wir... Was ist denn das für ein komisches Biom, bitte? Hier vorne ist Schnee und hier ist wieder Sommer hinten. Alter, was ist denn hinten los, wa? Ich muss mir mal ein bisschen hier... Ich weiß, ich habe heute kein Texturenpack drin, ne? Das habe ich irgendwie vergessen, vorhin einzustellen. Und will es jetzt auch nicht umstellen, weil ich jetzt einfach mal ein Standardwerk zocken will. Einfach mal Augen umgewöhnen. Alter. Alter. Guck mal, wie geil das da hinten aussieht. Da würde ich am liebsten... Alter, warte mal, das gucken wir uns mal an. Warte. Also, oh Gott, was machen wir mal hin hier? Das sieht so schön hier aus. Boah. Da müsste ich euch fragen. Weil irgendwie gefällt mir die schäbige Bude davor nicht mehr. Ich weiß, da ist jetzt ein bisschen Arbeit drin gesteckt. Aber schaut mal, wie schön das hier aussieht. Da oben haben wir noch ein paar Berge. Ich weiß, da hinten habe ich jetzt so viel... Na gut, so viel ist es nicht. Gut, ein bisschen über 50 Folgen sind wir jetzt gerade, oder? Da haben wir doch schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, aber... Alter. Ich glaube, wir haben so eine Art Kontrastbiom, wo mehrere Biome aneinander schließen. Oder ich mache mir wirklich mal jetzt für die Winterzeit... Mal so eine Winterbehausung. Also so eine temporäre Urlaubsbehausung. Wüsste ja nicht, was ich sonst machen soll. Minecraft kannst du ja nur bauen. Oder dir auf die Fresse hauen. Aber auf die Fresse hauen ist nicht gut. Ich bin lieber so ein friedliebender Mensch, der nicht gern auf die Fresse haut. Zumindest bei Minecraft. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich alles auf die Fresse hauen will, aber... Alter. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder zurück. Ist aber hübsch. Ich wünschte natürlich, bei der PE-Version gibt es auch die Berge. Ich glaube, bei der 0.17 kommen, glaube ich, Schneeberge dazu, wenn ich mich nicht täusche. Und hier wird's. Alter, wie viele Wölfe sind denn hier? Auf jeden Fall haben wir jetzt das richtige Biom gefunden, um vielleicht eine Hexe anzutreffen. Oder? Oh, nee, haben wir nicht. Schade. Ich wollte eigentlich mal so ein Hexenhäuschen finden. Sieht man überhaupt auf der Karte überhaupt, wo ich hinwacke? Ja, irgendwo oben rechts in der Ecke bin ich. Ich wollte auf jeden Fall Schleim kloppen gehen. Leute, erwartet jetzt von dieser Folge nicht allzu viel. Ich werde bloß hier rumlatschen und ein bisschen rumlabern mit euch. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass wirklich täglich eine Folge kommt, weil das doch ein bisschen mit Arbeit verbunden ist, weil ihr kennt es ja bestimmt selber. Also von der Konsole aus aufnehmen in halbwegs brauchbarer Qualität, das ist schon eine Kunst für sich. Also gerade hier von der PlayStation aufnehmen, ihr wisst ja, diese komische Share-Funktion, die ist ja erstmal total für den Eimer. Und du musst es an PC anklemmen und irgendwie hast du da immer so ein Delay drin, dass die Töne verzögert sind und so weiter und so fort. Und das nervt mich momentan ein kleines bisschen. Gerade wenn du oft unterwegs bist, dann kommst du nach Hause, du musst dir jedes Mal den Schnodder mal wieder einstellen. Geh mal weg. Ich weiß, es ist so eine Jammerfolge. Und du denkst, was ist mit dem Typen los? Ey, jetzt stirbt doch mal! So, ich verbuddel mich jetzt in den Berg. Den werden wir später nie wiederfinden, den Berg. Aber ich bin jetzt hier voller Tatendrang und denke mir, okay, ich werde jetzt hier Diamanten finden. Kann ja mal ein paar Fackeln... Wo habe ich die denn hin? Hab ich schon nichts hingepackt. Und warum kann man in der PS4-Version, wenn die das so weit fortgeschritten ist, okay, die PE-Version holt es jetzt ein mittlerweile, warum kann man hier immer noch nicht zwei Gegenstände gleichzeitig in die Hand nehmen?
Also ich weiß ja, auf der PC-Version, ja, kannst du ja zwei Dinge gleichzeitig annehmen. Entweder zwei Schwerter oder linke Hand Fackel und rechte Hand zum Beispiel ein Schwert oder so. Weil ich meine, ich habe ja hier zwei Tasten. Aber zum Beispiel hier auf der anderen Taste, also auf der L2-Taste, da ist ja nichts. Wenn ich jetzt hier abbaue, könnte ich da locker mal so noch eine Fackel rübersetzen. Das wäre doch nicht das Problem. Oh, guck mal, Eisen. Gut, Eisen haben wir eigentlich so viel. Aber warum nicht? Nehmen wir mal mit. So, weg damit. Und tiefer. Wie gesagt, 30 Diamanten. Das schaffen wir. Nicht in der Folge, aber das schaffen wir. So, ich versuche es mal alle zwei Tage eine Folge hochzubringen. Ich weiß, manche ist das denn wenig, aber es geht halt nie anders. Das ist ein bisschen hier arbeitsintensiv geworden. Gerade weil ich habe ja noch mehrere Projekte am Laufen. Da ist noch der Realm und sowas alles. Und ihr könnt nicht sagen, dass ich jetzt, oh, hör doch mit dem Realm auf. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und da freut man sich mit anderen nochmal ein bisschen zusammenzuarbeiten. Aber hier PS4 bin ich ja immer großteils alleine, weil, wie spät ist denn das überhaupt? Ja, 0.14 Uhr. Da pennen die meisten schon und am Wochenende spiele ich nicht. Das mache ich ja bloß in der Woche. Aber da in der Woche ist ja mal so, da hat ja keiner um die Uhrzeit Zeit. Und am Wochenende habe ich keine Zeit. Weil zum Beispiel Samstag muss ich arbeiten. Das ist dann da so, na, ich habe Zeit, aber nur am Wochenende. Das bringt mir aber nichts. Am Wochenende habe ich ja keine Zeit. Aber irgendwie kann ich mich da immer wiederholen und irgendwie hört mir keiner zu. Was ein bisschen kurios ist. Da haben wir schon wieder Eisen. Nehmen wir mal mit. Ich will dazu gerne mal mit irgendjemandem immer, also wirklich täglich aufnehmen. Das Problem ist, es kann niemand täglich. Da müsste einer genauso einen Rhythmus drin haben wie ich. Also nicht nur in den Ferien, sondern wirklich täglich. Erfind mal jemanden. So. Weil wenn du dann wieder Leute hast, dann, oh, ich kann jetzt doch nicht, bababab, sowas brauche ich nicht. Ich brauche wirklich einen, der es wirklich schafft, so 50 Tage am Stück wirklich um 1 Uhrzeit abends da zu sein. Das wäre cool. Kann sich ja mal jemand melden, wenn das funktioniert. Nicht in den Ferien, sondern wirklich jeden Tag. So, guck mal, wir sind jetzt auf Höhe 13. Wie könnte ich mich da eigentlich mal eine Runde bewegen, oder? Jetzt einmal die Richtung. Habe ich jetzt richtig geguckt? Ja, Höhe 13, das geht. Denk mal, hier können wir uns gut bewegen. Vielleicht haben wir Glück und finden noch einen Dungeon. Ein Dungeon. Ja, jetzt müssen wir das Zeug wiederholen. Da mir mein Schwert zu Flöten gegangen ist, ich will ja auch später nochmal den Ender Dragon klatschen. Ich weiß, der ist bei der PE-Version jetzt neu dazugekommen. Also jetzt in der 0.17, wenn ich mal ein bisschen Real Talk nebenbei machen kann, während ich das hier langweilig wegkloppe. So extrem geil ist er nur auch wieder nicht. Ich meine, den machst du einmal weg. Dann war's das. Ich meine, auf der PS4-Version, da gibt's noch keine Elytra. Also ihr wisst schon, das Ding, wo man mit fliegen kann. Das kommt ja bei der PE-Version jetzt dazu. PC gibt's das jetzt schon ein bisschen länger. Und da freue ich mich eigentlich am meisten. Rumfliegen. Bisschen rumflattern, das finde ich geil. Sorry, wenn mein Stuhl ab und zu knarrt. Ich bin da echt mal gespannt. Momentan gibt es ja bei der 0.17 da so ein paar kleine Problemchen, weil, keine Ahnung, Performance-Probleme halt, großteils bei mir. Ich habe da jetzt ab und zu mal reingeguckt, wenn du eine Weile lang mit dem Enderdrachen kämpfst und der seinen Angriff macht, also, keine Ahnung, sein Drachenfeuer, dann stürzt bei mir alles ab. Da macht das Handy nicht mehr mit, da macht das Tablet nicht mehr mit. Keine Ahnung, warum. Bis auf 4 FPS oder so. Das ist ja hier nicht der Fall auf der Konsole, weil es ja hier direkt auf die Konsole abgestimmt ist. Hier hat was gequietscht. Ich guck mal einfach mal hier lang. Piep, piep. Lapis Lazuli. Davon haben wir eigentlich auch genug. Aber wir nehmen erstmal alles mit. Auch wenn ich da wieder tonnenweise Stein habe. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ich glaube, hier werden wir nichts finden. Sonst bin ich immer auf Höhe 10 unterwegs. Jetzt mal 13 zur Abwechslung. Ach, guck mal. Hallo. Da, Fledermaus. Hallo. Hallo. Machen wir mal ein bisschen Licht. Vielleicht haben wir Glück und sehen hier ein paar Diamanten. Was natürlich bei mir äußerst selten der Fall ist.
Boah, zu viel Lava schon wieder. Nimm dich mal mit. Übelst die Fallout-Musik gerade im Hintergrund. Nö. Nö. Ich sehe schon, dass ich wieder irgendwo runterfalle. Ich nehme noch ein bisschen die Kolle mit. Alter! Die Fledermaus war lebensmüde, Freunde. So. Ich versuche dann übernächsten Tag. Also nicht morgen, sondern übermorgen wieder eine Folge rauszubringen. Also ich versuche im Rhythmus irgendwie reinzukriegen, dass ich dann auf 2 Tage immer eine Folge bringe. Ich weiß, für manche reicht das einfach nicht, aber ich versuche es zumindest. Ne, seid mir da bitte nicht böse. Kommen dann wieder ganz ruhige, ganz gechillte Folgen, wo ihr nicht mal hingucken müsst, was ich mache, sondern einfach nur das dumme Quatsch hören. Heute war ich so ein bisschen Rage-Laune, da kommt nichts Gutes bei raus. Ne? Du musst auch schon richtig Bock haben darauf, das dann zu zocken. Ich meine, ich habe jetzt gerade richtig Bock. Aber es ist einfach so, wie ich will einfach nur pennen. Wenn du den ganzen Tag einfach nur schlafen willst, dann stimmt irgendwas nicht. Dann bist du einfach nur fertig mit der Welt. So. Ich sehe hier immer noch keine Diamanten. Was ist denn das heute? Dann buddeln wir mal rein. Aber, Freunde, ich mache jetzt... Da geht's irgendwo weiter. Da gucken wir mal in der nächsten Folge rein. Ich mache jetzt hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Warum mache ich hier so eine Kackstellung? So. Machen wir Folgenpäuschen. Ich danke dir vielmals fürs Reingucken. Hoffentlich hast du ein kleines bisschen Verständnis. Da war ein Wasserfall. Und ja. Links, rechts haben wir jetzt noch ein paar andere Videos. Wenn es dir gefällt, kannst du da mal drauf gucken, ne? Und wenn es dir so auch gefallen hat, kannst du mal Like-Button drücken. Ja. Dann hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. Mach's gut. Ciao.